Ich habe mich als Sportreporter geschwind eingeschafft. Die erste grosse Chance hat mir ein Radiosender gegeben. Ich durfte einen ganzen Tschuti-Match übertragen. Also der Vorteil beim Radio ist, dass man mehr schwätzen als beim Fernsehen. Und dass die Leute nicht am Bildschirm kontrollieren können, ob das, was man erzählt, das stimmt. Nur etwas hat mich schambar gestört. Der Trainer der Heimmannschaft hat seinen Spielern so laut zugerufen, was sie machen müssen, dass daneben meine Reporterstimme untergegangen ist. Also das hat es durcheinander gegeben, dass er kein Hörer mehr rausgekommen ist. Es hat etwa so getönt. Zellweger an der Outlinie im Zweikampf mit Amatino. Tardarelli kommt zu Hilfe und schlägt den Ball weit in die gegnerische Platzhälfte, wo er vom Zellweger abgefangen wird. Dieser spielt den Ball zu Heimann, Heimann zu Dings, zum Müller, Müller, dieser versucht einen Doppelpass mit Contini. Aber der lässt den Ball unter dem Fuß hindurch ins Outrutschen. Es ist diese bequemliche Vorstellung, die von den Zuschauern mit Pfiff und Schmidt wird. So schlecht haben wir doch. London here. Unmöglich.